Hallo meine Lieben, ja, ich stehe hier jetzt Orakel Lei. Das ist sie, ja? Ich, ja. Eine Frau, ja? Das kann auch ein Mann repräsentieren, aber es ist eine allgemeine Legung, ja? Privatlegungen wäre hier wirklich eine Frau. Okay, also dann beginnen wir. Was ist in der Liebe hier? Hm? Was hast du hier in der Liebe? Zwei Karten. Ich mache mal Platz da. Zwei Karten hier gekommen. Was möchte die Engel noch sagen? Eine Karte. Hier ist im Herzen. Die wollte auch raus. So. Was ist bei diesem Mensch in der Liebe los da? Drei Karten. Das ist für Liebe. Hier. Das da ist die jetzige Situation in seinem Leben. Ja? Diese drei Karten. Ja? Die wollte springen hier. Mhm. Drei Karten über das Universum. Drei Karten über Gott. Drei, was ist bei dieser Frau los, dann bei diesem Mensch, ne? Orakel Lei. Ich Orakel, ja? Ich sie. Ne? So. Was ist bei ihr los im Leben? Die Engel noch dazu hier. Mhm. Was bringt diese Frau hier, dieser Mensch in Beziehungen mit, ja? Liebe. Noch zwei Karten. In Sache Liebe. Zwei. Hoppla. Die sind aufgesprungen. Jawohl, da muss es sein. Hm? So. Und was sind Zukunftskarten? Hm? Was ich soll mehr machen? Hm? Ja, Zukunftskarten. Was soll sie besser achten? Ja? Welchen Schritt sollte sie noch mehr nehmen? Ja? Tschuk, 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 tschuk. Da. Das sind Zukunftskarten, ja, bitte zwei Karten. Die wollte springen. Noch eine Karte. Noch einmal mischen und dann haben wir. Oh. Gut, dann ist es so. Con la vera Sibylla, ich liebe diese Karten hier, die sind sehr tief gegangen, also sie gehen wirklich in die Katakombe hinein. Wirklich, da kommt alles raus, die ganze pure Wahrheit. Die nackte Wahrheit. Dieser Film da von Hollywood. Die nackte Wahrheit, diese Sibylla-Karten hier. C'est la verità della verità. Die nackte Wahrheit, voilà. Jetzt habe ich, das ist mein Spruch. So, jetzt hier die nackte Wahrheit. Neue Kometa-Los-Spruch. Okay,
Tão pequeno, wie was ist bei diesem Mensch hier, diese Frau da, im Leben los? Ja? Erste, zweite und dritte Karte, es muss so sein, weil die Bedeutung sonst anders ist. Ein Schritt nach dem anderen und echte Freunde, ja? Viele kleine Schritte lassen große Träume wahr werden, ja? Diese hier hat große Träume, dieser Mensch, ja? Und sie geht vorsichtig, Schritt für Schritt in diese Sache hinein, ja? Egal welches Lebensthema da ist, ja? Und sie hat Leute, die sie unterstützt. Und sie nimmt es auch gerne an, ja? Und möchte zuerst deswegen diese kleine Schritt für Schritt in Sache informiere dich neu, ja? In diese Sache hier, ja? Sie sollte sich noch mehr informieren. Ja, bestätigt, ja, das ist so. Es wird ihr Glück bringen, aber sie muss Alternativen suchen, ja? Sich entscheiden für eine Alternative oder Entscheidungen. Gehe links oder rechts. Nach dieser Entscheidung kommt das Glück, ja? Es wird eine glückliche Entscheidung sein und du wirst merken, ja, welchen Weg, dass du gehen musst, ja? Positiv, Sonne in Lenormand, ja? Eine positive, ja, positive, glückliche Entscheidung muss sie treffen. Aber informiere dich neu. Wenn du 100% sicher bist, dann kannst du den nächsten Schritt machen. Ja? So merke ich das. Okay? So, was ist denn in der Liebe bei diesem Mensch hier? Was ist in der Liebe? Schiebe die Karten ein bisschen. Und was bringt dieser Mensch in der Beziehung mit? So, ich mache die nackte Wahrheit dort. Es tut mir leid. Das hätte jetzt genommen. Die nackte Wahrheit. Okay. Was hast du hier? Wieder, schau mal, wie die Energien sind. Wieder kommt diese Karte wie im Sommerorakel. Bitte, guck, Sommerorakel. Sommerorakel, ich habe jetzt vorher gedreht, 2018, das ist in Resonanz hier. Ja? Die Chemie stimmt. Sie weiß, sie kennt jemanden und die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Sich gegenseitig kennenlernen. Was hast du hier? Zwillingsseelen. Ihr seid Zwillingsseelen. Manifestation in der Liebe. Was willst du noch? Ja? Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Wenn du von dieser Wüste weggehst und diese Unsicherheit in der Liebe. Ja? Geh daraus, ja? Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht, ja? Nicht schöne Partnerschaft, ja? Kommst frisch von einer Trennung, alles Mögliche, ja? Verschiedene Szenarien, ich weiß nicht, welche Situation, die du draußen am Machen bist, ja? Am Durchmachen bist, ja? Du bist noch unsicher, ja? Und du sitzt da und du hast keine Lust, ja? Alles ist für dich down, ja? Alles ist verloren, nichts wächst. Keine Lust, ne? Keine Lust, überhaupt mit Liebe dich befassen. Nee, komm, es kommt jemand, dein Zwillingsseelen, was willst du noch mehr, ja? Manifestation, manifestiere das, ja? Du wirst diesen Mensch kennenlernen, die Chemie wird sofort zwischen euch zwei Stimmen, aber geh von da weg. Okay. Wow, kommt doch her. Ja? Bist offen und bist eine Heilung, Risiko, Glück, Offenheit. Kommt doch her, Glück. Du bringst drei positive Karten in der Beziehung. Ja? Und deine Zwillingsseele kommt. Sehr schön. Wunderschön. Warte, ich mache die nackte Wahrheit Karten. Die nackte Wahrheit. Die nackte Wahrheit Karten. Dort habe ich mehr Platz. Wenn du hier rausgehst, ja, du musst zuerst das alte, schlechte, blöde Karma loslassen. Okay? Da, raus. So, was ist Zukunftskarten bei dir? Was sollst du mehr achten, ja?
Milch und Honig. Weitergehen, ja? Nicht stoppen, weitergehen. Neubeginn. Das sind deine Erwartungen. Deine Erwartungen werden gefüllt, wenn du weitergehst. Egal welche Situation in deinem Leben, ja? Also, wow, positiven Karten. Wenn du da in der Liebe, tschk, Heilung, kommt etwas Neues. Diese Karte muss ich aber mit dem Büchlein, ja? Ich habe nicht alle Karten im Kopf, ja? Das ist so. Kometalus arbeitet noch nebenan. Nicht so der Zeit. Alle die Karten zu scannen im Hirn. So, was ist hier? 51. Entschuldigung, es dauert ein wenig. 50. 51. Genau, Milch und Honig. Zukunftskarte heißt weitergehen. Es kommen neue Beginne auf dich zu. Deine Erwartungen werden gefüllt, wenn du nicht stoppst im Leben. Grundbedeutung diese Milch und Honig. Der Geschmack des Erfolgs. Wow, wieder Erfolgskarte, Glückkarte. Sehr gut. Resonanz mit diesen zwei Karten hier. Aus der Authentizität geborene Chancen. Ein nährender Zustrom an Fülle. Darauf vertrauen, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Manifestation. Hä? Deine Träume werden Erfüllung geben. Doppelte Bestätigung, fühle Erfolgskarte, ja, glaube an dich, geh von diesem Nebel da, von dieser Wüste, nichts wächst, alles tot, ja, geh doch von da heraus, ja, wo ist die nackte Wahrheit? Es tut mir leid, aber es ist lustig, die nackte Wahrheit. So, wo ist die nackte Wahrheit? So, jetzt, meine Lieben. Wo ist der neue Beginn? Hier. Eine Karte, bitte. Wo neue Beginn? Gibt es Leute, die dir helfen? Wo solltest du weitergehen, ja? Wo solltest du weitergehen im Leben? Ja? Egal welches Thema, ja, hier. Noch einmal. Komm. Ich bin da. Eine Karte. Oh! Jawohl! Wow! Wow, Leute, die nackte Wahrheit kommt ans Licht. Das ist Spruch von Kometa Lucy jetzt in Zukunft. Die nackte Wahrheit, Neubeginn. Wenn du weitergehst, fleißig, diszipliniert deinen Weg gehst, kommt Erfolg, Manifestation in deine Träume. Zärtlichkeit wirst du kennen, ja? Jemand umarmt dich mit voller Liebe, ja? Zärtlichkeit, Umarmung, du bist herzlich willkommen, aber geh deinen Weg, ja? Dann kommt dieser Neubeginn, deine Erwartungen werden erfüllt, du wirst Liebe erfahren, ja? Wenn du diszipliniert weitergehst. Ja, kommt Neubeginn und zwar gute Zeiten in der Liebe. Hochzeit ist hohe Zeiten. Ja, es muss nicht gerade ein hoch, also vielleicht ein paar Prozent schon, dass du diesen Schritt gehst. Ja, Hochzeit, super. Ja, nur wenn du hier in Resonanz bist, ja, will niemanden falsche Hoffnungen machen. Aber die hohe Zeit in der Liebe auch, ja, kommt. Ja, wenn du weitergehst. So. Die nackte Wahrheit. Das ist der Hammer. Also meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, ja, mit meiner nackten Wahrheit. Super. Also, meine Lieben, ich wünsche euch, ja, in Liebe Kometa los. Bye.